vorbei. Natürlich gibt es auch heute noch mal ein Weihnachtsrezept von mir. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr aus nur zwei Zutaten Glühweinbonbons ohne Zucker selber machen könnt. Viel Spaß beim Video! Für die Glühweinbonbons geben wir als allererstes das Glühweingewürz in einen Mixer und mahlen dieses so fein wie möglich. Als nächstes bringen wir Xylit in einem Topf oder in einer Pfanne unter ständigem Rühren zum Schmelzen, bis es eine durchsichtige Flüssigkeit wird. Wenn das Xylit geschmolzen ist, solltet ihr eure Pfanne dann am besten von der Kochstelle nehmen und anschließend das fein gemahlene Glühweingewürz einrühren. Wer für die Bonbons übrigens kein Xylit benutzen möchte, der kann auch eine Mischung aus Fibersirup und Erythrit verwenden. Eine Anleitung für diese Rezeptversion findet ihr auf dem Blog, einen Link dazu natürlich unten in der Infobox. Und damit ist die Bonbonmasse auch schon fertig. Diese muss jetzt nur noch in eine Silikon- oder Bonbonform gefüllt werden und darin mindestens 4 Stunden, am besten aber über Nacht ruhen gelassen werden, damit sie eine feste Bonbonkonsistenz erhält. Meine Glühweinbonbons habe ich nun über Nacht stehen gelassen. Ja, und dann müssen diese nur noch aus der Form gelöst werden und sind natürlich bereit zum Vernaschen. Wer möchte, kann die Bonbons dann zum Schluss noch in etwas zu Puder gemahlenen Xylit oder Erythrit wälzen. Aber dieser Schritt ist natürlich nur etwas für die originalgetreue Optik wie vom Weihnachtsmarkt. Ja, wer hätte das gedacht, dass sich Glühweinbonbons ohne Zucker wirklich so einfach und schnell selber machen lassen? Probiert es auf jeden Fall unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch. Das gesamte Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei. Einen Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Natürlich gibt es auch nächste Woche wieder ein neues Rezeptvideo von mir. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviert die Glocke daneben, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das Video dann online ist. Ich sag dann also mal bis nächste Woche. Macht's gut! Echt mega aromatisch. Lust, das Rezept nachzumachen? Dann könnt ihr es hier auf meinem Blog noch einmal ganz in Ruhe nachlesen. Hier könnt ihr meinen Kanal auf YouTube abonnieren und hier könnt ihr gleich noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und Staubitopia Zuckerfrei gibt es übrigens auch bei Facebook, Pinterest und Instagram. Schaut dort also auf jeden Fall mal vorbei.